Leute, mein Name ist Epic Stan und mit dabei ist heute Katja. Hallo! Ja, also wir machen heute ein super doll cooles Baubattle. Und zwar werden wir eine richtig doll versteckte Base, beziehungsweise ein richtig doll verstecktes Zimmer bauen. Da bin ich sehr doll gespannt, was du hier drüber auf deiner Seite bauen wirst. Ich glaube, ich habe schon eine relativ gute Idee, wie ich mein verstecktes Zimmer bauen werde. Das wird cool. Okay, wir haben ganz genau 30 Minuten Zeit, hier jeweils das versteckte Zimmer zu bauen, beziehungsweise auch das Versteck oben drüber. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, muss ich dein verstecktes Zimmer finden und du natürlich meins. Da bin ich sehr doll gespannt. Okay, dann würde ich sagen, Katja, die Zeit läuft ganz genau ab jetzt. Aber es darf aber auch nicht mehr zu groß werden, da wir nur eine halbe Stunde Zeit haben. Okay, ich glaube, ich mache das in dieser Größe. Ja, es darf nicht zu groß sein, aber auch nicht zu klein. Das ist eine gute Idee. Dann werde ich erstmal hier ein relativ schönes Haus bauen. Ich glaube, ich werde es ein bisschen moderner bauen. Ich glaube, ich mache das aus den Blöcken. Ja, das sieht viel schöner aus. Ich habe auf jeden Fall eine gute Idee. Du darfst aber auch nicht zu schnell mein geheimes Zimmer finden. Okay, ich mache das mal so. Okay, wie groß wird denn dein Haus insgesamt sein? Relativ groß. Oh, ich werde es richtig mies und fies machen. Okay, ich habe eine richtig gute Idee, Karte, was ich machen werde. Yeah, das wird nicht schlecht sein. Ich bin gespannt, ob du es finden wirst. Mache ich mein Haus so groß? Ja, ich glaube, ich mache mein Haus so groß. Ja, das passt sehr gut. Machen wir noch ein bisschen Deko hin. Vielleicht mit 1 Abstand. Vielleicht ganz genau so. Und du musst immer dran denken, Katja, es könnte überall der geheime Eingang in mein geheimes Zimmer sein, ja? Ja, ich weiß. Ich versuche mein Bestes, da mal irgendwie dann durchzublicken. Oh nein. Aber vielleicht finde ich es auch schneller, als du denkst. Genau, das kann auch sein. Und vor allen Dingen, ich hoffe, bei dir wird es nicht allzu schwer sein, dass ich nicht allzu lange bei dir suchen muss. Das wird eine knifflige Sache. Okay, mach das erstmal so insgesamt. Seite, Seite, zack. Ja, das passt sehr gut. Okay, da habe ich hier, das hier. Da werde ich hier, glaube ich, nochmal so ein kleines Design-Element bauen nach oben. Habe ich hier 2 Abstand. Ich habe hier einen Abstand. Okay, ein einzelner Abstand, so insgesamt. Und hier kommt dann das dritte Höhen. Ja, bei mir wird es ein bisschen bunter insgesamt, Karte. Also das Haus an für sich ist weiß, aber ich habe hier ein paar bunte Details. Dann werde ich sagen, hier kommt die Decke drauf, passt das gut? Ja, das passt perfekt. Hier kommt die Decke drauf. Schnell. Ich muss auf jeden Fall mich sehr schnell beeilen mit dem grundlegenden Haus, da ich hier natürlich noch den Eingang zu meinem versteckten Zimmer bauen werde. Und das versteckte Zimmer wird natürlich noch sehr cool eingerichtet. Ja, das gefällt mir sehr gut. Und ich werde jetzt hier drin meinen geheimen Raum bauen mit einem Minecart. Ich werde, glaube ich, hier vorne die ganze Wand um eins nach vorne ziehen. Ich mache das so, dass wir eine 2 dicke Wand haben. Ich hoffe, das fällt nicht von außen bzw. von innen auf. Ich mache das ganz genau so. Alles wird hier einfach 2 dick sein. Ja, hier sieht man es leider ein bisschen. Okay, und ich werde dann hier, glaube ich, in die Wand das Minecart bauen. Beziehungsweise werde ich hier natürlich noch was davor bauen, dass man es nicht so einfach sieht. Und ich werde das hier unten diagonal hinbauen, dass das Minecart ganz genau hier steht. So, dann werde ich hier zubauen, beziehungsweise das so verdecken. Und dann muss man hier durch das kleine Löchlein ans Minecart. Dann fluppt man hier rein, sitzt hier drin und ist in meinem geheimen Raum mehr oder weniger unter meinem Häuschen. Okay, hier ist mein geheime Eingang. Das ist so cool. Okay, da kommen hier auf jeden Fall noch Pflanzen hin, dass alles ein bisschen schöner aussieht. Vielleicht so. Okay, das sind vielleicht ein bisschen viele. Vielleicht so. Ja, das passt sehr gut. Dann, Katja, muss ich jetzt nur noch meinen geheimen Raum einrichten. Und da bin ich tatsächlich auch schon tipptopp doll fertig. Sehr gut. Yeah, ja, ich brauche noch ein bisschen, also ich gehe die Zeit vollkommen auskosten. Ich bin sehr gespannt, was du bauen wirst. Ja, ich auch. Und hier unten in meiner geheimen Base, da werde ich, glaube ich, so eine Art Zockerraum bauen. Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Ich mache das, glaube ich, so. Da kommen hier die Schreibtische hin. Ja, es wird nicht groß bei mir sein, Karte. Das kann ich dir schon mal sagen. So und so. Ich glaube, ich werde das hier mit diesen weißen Wänden bauen. Ganz genau so. Ja, das sieht, glaube ich, ganz cool aus. Einmal außen rum insgesamt. Zack und zack. Fußboden werde ich, glaube ich, einfach so schwarzen Teppich nehmen. Ich glaube, das passt ganz gut. Mit Schreibtisch hier. Ganz vielen Bildschirmen. Computer natürlich noch. Das wird cool aussehen. Ja, ich glaube, ich mache das hier tendenziell alles sehr dunkel. Das hier ist tatsächlich mein winzig doll kleiner geheimer Raum. Ich mache, glaube ich, hier noch Slabs hin. Das gefällt mir sehr. Kann ich auch Slabs hier machen? Ja, hier kann man hier noch hin. Nein, hier kann ich keine hin machen. Aber so. Ja, das ist sehr gut. Das hier ist mein geheimer, süßer, kleiner Raum. Wie cool das aussieht. Und Katja, die Zeit ist tatsächlich um. Das bedeutet, als erstes kommst du hier auf meine Seite. Und du darfst dich sehr gerne umdrehen. Und jetzt hier dein Haus meinen ist wirklich geheimen klein. Raum suchen. Ja. Es ist klein und süß. Viel Erfolg. Das hier ein Äppelchen. Ja. Okay. Ganz genau schauen. Das ist ja echt winzig bei dir. Ja, bei mir ist wow. Es wirklich sehr klein. Mit meinem Bettchen. Dann habe ich hier einen kleinen Fernseher insgesamt. Mhm.
gucken wir mal weiter. Ist das? Kannst du aber reingehen. Und das ist es nicht. Nein. Aha, okay. Hier oben geht's hoch. Ja, aufs Dach kannst du auch gehen. Vielleicht siehst du da ja was Auffälliges. Nichts, denke ich mal. Die sind auf jeden Fall so, oh süß, das ist eine süße Hecke. Ja, eine kleine Hecke einmal drumherum. Dann hier das Bäumchen. Halte ganz genau Ausschau. Ja, ich merke das schon. Vielleicht auch nochmal doch hier draußen gucken. Vielleicht ist dort ja irgendwo ein Eingang. Soll ich dir einen kleinen Tipp geben? Ja. Es ist innerhalb des Hauses. Okay, ja, da muss es eigentlich bei den lilanen Sachen sein, würde ich mal behaupten. Ah, oder unterm Bett. Aber da sehe ich auch jetzt nichts. Das ist hier irgendwo hinten, aber da sieht man halt auch wirklich gar nichts, ne? Ich kann dir noch einen weiteren Tipp geben. Du musst wirklich ganz, ganz, ganz genau schauen. Du kannst es sehen, wo es dann in meinen geheimen Raum reingeht. Muss ja dann irgendwo hier drunter sein, oder? Da musst du mal ganz, ganz genau hinschauen. Ah, da hinten sehe ich. Siehst du's? Ja, aber das ist auch schon richtig weit hinten. Du musst hier zwischendurch schauen. Und Gata, schau mal hier unten dran her. Kannst du mal ins Bikehut gehen. Ah. Und aussteigen. Guten Tag. Und das ist dein kleines Büro. Und das hier ist mein kleines geheimes Zimmer. Man kommt halt nie wieder hoch, ne? Das ist hier hinter meinem Nachttisch versteckt. Und du müsstest hier durch dieses kleine Löchlein durchschauen, um es zu erkennen. Oh, sehr gut. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie bzw. wo du deinen geheimen Raum versteckt hast. Darf ich mich umdrehen? Und wow, was hast du denn hier gebaut? Oh nein, hier sehe ich schon ganz viele Luken überall. Okay, ich glaube, ich werde erstmal dein ganzes Häuschen von außen begutachten, ob hier irgendwo ein Eingang für einen geheimen Raum ist. Bilder. Oh nein, Katja. Okay, ich gehe erstmal hier die Luken nachschauen, ob da vielleicht irgendeine echte Luke ist, aber ich glaube, das kann eine echte Luke. Das kann man halt nicht verpassen, das ne? Das ist ja riesig hier bei dir. Oh, hey, Teppich hier. Gott, da hier kann ja überall alles sein. Das ist ja hier absolut, ich kann hier eine halbe Stunde suchen. Oh, was ist das denn hier? Nee, hallo, geheimer Raum. Ja. Es kann wirklich alles überall sein, Katja. Das ist meinst echt ein bisschen größer. Ja, 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 ja. Aber dadurch gibt es viel, viel, viel mehr Versteckmöglichkeiten. Es kann natürlich auch sein, dass du das auch in einem ganz, ganz kleinen Schlitz versteckt hast. Hier sehe ich nichts. Ich glaube, ich finde es nicht. Oh, du wirst es. Also es ist genau hier oben. Genau hier oben? Ja. Ich kann hier nichts machen. Oh, Moment mal. Wow, Jesus! Das ist ja cool, Katja. Wow. Ja, hier ist nur das Holz. Fake-Löcke. Das ist ja richtig gut gemacht. Danke. Das ist das normale Holz und das ist das Fake-Holz. Man plumpst hier runter durch und kommt hier in deine Schatzkammer. Mhm. Wie cool das ist. Oh, das war wirklich so gut versteckt. Dankeschön. Einfach oben auf dem Dach mit den Fake-Blöcken. Das ist richtig, richtig cool. Tu mir einen Diamant mit. Ich muss sagen, Katja, dein geheimes Versteck unterm Dach hat mir so, so gut gefallen. Dankeschön. Und Leute, ihr könnt auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, welches geheime Versteck euch am aller besten gefallen hat. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Katja vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.